Moin, ihr großartigen Spieler, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Ben und wir befinden uns immer noch in der Taverne Hüterherz. Sind gerade dabei, mit den Gefährten zu sprechen, den Charakteren. Im Moment sind es nur noch drei, das heißt, heute wird es nicht ganz so viel Gerede wie beim letzten Mal. Und dann gibt's bald hoffentlich auch wieder ein bisschen Action. Ich weiß gerade nicht genau, wann diese Folge erscheint. Wahrscheinlich mit ein bisschen Verzögerung aus zweierlei Gründen. Zum einen jetzt aktuell, zwei Tage nachdem ich die andere Folge hochgeladen habe, hängt die immer noch in der HD-Verarbeitung fest bei YouTube. Das ist ein bisschen ärgerlich, denn da ist die Qualität natürlich sehr schlecht. Das heißt, wenn ich das hier gleich hochlade, dann weiß ich nicht, ob die Qualität stimmt. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich das Video schon freigebe oder noch zurückhalte, bis die HD-Verarbeitung abgeschlossen ist. Das muss ich mir dann mal angucken. Das ist ja unschön, wenn die Qualität nicht gut ist. Das ist so das eine. Und zum anderen muss ich auch wieder kürzer treten, denn das richtige Leben wartet ja auch noch auf mich. Jetzt habe ich mal eine Woche Vollgas gegeben, da das Release von Pathfinder Wrath of the Rich Rose rausgekommen ist und da wollte ich auch ein bisschen schnell sein und was zeigen, dass neue Leute, die jetzt hier dazu gekommen sind, auch was zu gucken haben. Aber jetzt werde ich auch wieder ein bisschen kürzer treten und vermutlich noch eine Weile, circa alle 2 bis 3 Tage, ein Let's Play rausbringen und dann werde ich auch um den 15. rum wieder bei Pathfinder Kingmaker einsteigen, so dass diese beiden Let's Plays nebeneinander herlaufen können. Und dementsprechend muss ich dann aber bei beiden etwas kürzer treten. Es wird dann eben nicht jeden Tag Videos geben. Ja, so viel zur Info. Dann fangen wir mal an. Mit wem reden wir? Mit Hildor, den kennen wir noch gar nicht. Ein großer athletischer Mann begrüßt euch. Seine Haare sind vorzeitig ergraut und in militärischer Manier kurz gehalten. Er ist schlank und gepflegt. Vor einem Auge hat er ein kalt funkelndes Monokel. Sein ausgeprägter Kiefer und sein kräftiger und doch gelenkiger Körper lassen darauf schließen, dass hier ein Mann vor euch steht, der allzeit bereit ist. Seid gegrüßt. Ich bin Hillor, Hauptmann der Gesellschaft der Kundschafter. Ich bin der Vorgesetzte der Kundschafter in dieser Region von Mendev. Die Gesellschaft ist hier derzeit allerdings fast untätig. Außer mir gibt es hier fast keine andere Kundschafter. Eigentlich sitze ich hier nur wegen einer alten Fehde mit einer Dämonenanbeterin fest, die man als Albtraumspinnerin kennt. Ich musste allein arbeiten, ohne die Unterstützung der Gesellschaft, aber ich habe viele Bekanntschaften unter den lokalen Söldnern und wagemutigen Kämpfern gemacht. Wenn ihr gute Kämpfer für eine ehrliche Sache braucht, dann sprecht mich an. Ja, Gilde der Kundschafter, da werden wir wahrscheinlich skillen, umskillen können und neue Gefährten bekommen. Also namenlose Söldner, keine mit hier Biografie und so, welche die wir selber erstellen. Das ging in Pathfinder Kingmaker auch schon. Kostet dann Gold, habe ich nie gebraucht. Nur mal zum Ausprobieren ganz am Anfang. Erzählt mir von eurer Konfrontation mit der Albtraumspinnerin. Alles begann mit einem Auftrag der Gesellschaft der Kundschafter. Ich kam mit meinen Leuten nach Nerosian, um den plötzlichen Tod des berühmten Kreuzfahrers Baron Falron zu untersuchen. Schon bald konzentrierten wir uns auf ein kleines Krankenhaus für Wohlhabende, in dem Falron kurz vor seinem Tod behandelt worden war. Es stellte sich heraus, dass seine Bande von Baphomets Kultisten, die sich das Labyrinth des Geistes nannten, im Krankenhaus Fuß gefasst hatten. Die Gesellschaft der Kundschafter ist eine weltweit operierende Organisation mit Sitz in Absalom. Ihre Mitglieder bestehen hauptsächlich aus Kundschaftern, Abenteurern, die Galarium bereisen, meist unauffällig und die weniger bekannten Bereiche der Welt erkunden, durchsuchen und anderweitig erleben. Anschließend schicken sie Berichte über ihre Reisen zurück an ihre Hauptmänner, die ihnen neue Missionen zuteilen und Vorschläge für weitere Reisen unterbreiten. Die aufregendsten und erhellendsten dieser Berichte erscheinen sodann in den Chroniken der Kundschafter, einer Buchreihe, die die Geschichte und die Geheimnisse von Golarien für die Mitglieder und die Öffentlichkeit zugänglich macht. Nerosian hatten wir schon.
Sie waren besessen davon, den Verstand ihrer Opfer zu verdrehen und zielten deshalb auf zerbrechliche Menschen, die zu schwach waren, um Widerstand zu leisten. Das Krankenhaus war voller perfekter, hilfloser Opfer, die wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten waren. Als sie dann zurückkamen, waren sie anders, fast normal, aber in dem Moment, wenn sie einen bestimmten Satz hörten, erwachte etwas Dunkles in ihrem Geist und sie verwandelten sich in Diener von Baphomet. Bereit zu lügen, zu verraten und sogar zu töten. Das Labyrinth des Geistes bereitete sich darauf vor, alle elitären Kreise Mendevs zu infiltrieren. Baron Falron aber hielt sie auf. Er war einem Eid zu treu und zu resistent gegen ihre Zauber. Er kämpfte für seine Freiheit, bis ihm die Anspannung das Herz brach. Wir öffneten und reinigten die Stadt von Baphomets Schlangengrube. Ihre Höhlen war eine Wiege der Sünde und der Abscheulichkeiten. Sie verzauberten einander und ihre ekelhaften Fantasien traten aus ihren Geistern die Welt hinein. Sie träumten von schrecklichen und verbotenen Dingen. Und sie kämpften wie verrückt. Wir verbrannten den Ort bis auf die Grundmauer nieder und schlachteten alle ab, die wir finden konnten. Den Anführer des Kults aber gelang die Flucht. Fortan sinnte sie auf Rache. Sie entführten meine Tochter Lori, die unter meinem Befehl in der Gesellschaft der Kundschafter diente. Sie hinterließ mir eine Nachricht voll schwerer Beleidigung, Spott und Hohn. Von dieser Nachricht lernte ich auch den Namen meiner Feindin, der Altraumspinnerin. Ein paar Monate später konnte ich bestätigen, dass sie die Anführerin des Labyrinths des Geistes war. Meine Jagd hatte begonnen. Ich würde Lori um jeden Preis zurückbekommen. Ilor knirscht wild entschlossen mit den Zähnen. Ich wüsste gern mehr über euch. Was genau interessiert euch denn? Ich bin ein gewöhnlicher Kundschafter. Es gibt viele andere wie mich. Das Schicksal und meine Befehle brachten mich in dieses Land. Wie seid ihr hier gelandet? Ich arbeite an einem Auftrag für die Gesellschaft der Kundschafter und dann entführte eine Dämonenanbeterin namens Altraumspinnerin meine Tochter Lori. Seit 3 Jahren versuche ich sie zu retten. Während dieser Zeit bin ich ein Spezialist für die Aufklärung des Dämonenterritoriums geworden. Ich habe sogar Agenten bei den Kultisten eingeschleust. Ehrlich gesagt habe ich bei der Verfolgung der Altraumspinnerin mehr im Namen von Königin Dwolfrey gehandelt als der Gesellschaft der Kundschafter. Es ist eine lange Geschichte, vielleicht erzähle ich euch den Rest ein andermal. Erzählt mir von eurer Tochter. Vilo lächelt und zeigt seine gesunden weißen Zähne. Als Mädchen war Lori ein wahrer Engel, wir haben ihre Mutter früh verloren. Übrig blieb ihr, um ihr zum Vorbild zu gereichen. Ein Herumtreiber mit wenig Ahnung, wie man mit einem 10-jährigen Mädchen spricht. Trotz solch fragwürdiger Erziehungsleistung wuchs Lori zu einem wunderbaren Mädchen heran. Mutig, schlau, schön und völlig unerträglich. Sie hat sich immer mit mir gestritten, über alles. Als Lori 18 Jahre alt war und mir sagte, dass sie eine Kundschafterin werden würde, sagte ich nur, in Ordnung. Ich wusste, dass es nicht nützen würde, es ihr auszureden. Sie wurde eine gute Kundschafterin. Hillos Fäuste ballen sich, bis ihr ein schmerzhaft klirrendes Knacken hört. Ich werde der Albtraumspinnerin niemals verzeihen, dass sie mir mein Mädchen genommen hat. Erzählt mir von der Gesellschaft der Kundschafter. Die Gesellschaft der Kundschafter ist eine globale Organisation, die Opportunisten und Abenteurer aller Art vereint. Wir erkunden die Welt und lüften ihre Geheimnisse, reisen und stellen uns manchmal Bedrohungen. In schwierigen Zeiten wird Letzteres zu unserer Hauptaufgabe. Wir werden von Neugier und dem Wunsch getrieben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Natürlich sehen sich einige von uns auch nach Reichtum und Ruhm. Aber auf jeden Fall ist es harte Arbeit. Man kann euch überall hin auf eine Mission schicken. Für Schwächlinge gibt es in der Gesellschaft kaum Platz. Sie ist mehr auf erfahrene Kämpfer ausgelegt. Die Gesellschaft unterhält in vielen Städten Häuser. Das nächste befindet sich in Nerosian. Diese Häuser werden jeweils von Kundschafterhauptmännern geführt, Leuten wie ich. Das Stammhaus befindet sich in Absalom, dem Zentrum der Welt. Dort ist der Sitz des Zehnerrats, dem anonymen Rat unserer Anführer. Ich habe keine weiteren Fragen. Ja, weil ich brauche tapfere und erfahrene Kämpfer. Wenn wir darauf klicken, dann bekommen wir ins Charaktererstellungsmenü. Dort können wir uns dann einen Charakter zusammenschustern, den wir dann fortan mitnehmen können. Je höher das Level, umso teurer die Kosten. Und meine Gefährten und ich brauchen eine gute Ausbildung, dann skillt man eben um. Das ist wahrscheinlich am Anfang kostenlos und kostet später ein bisschen. Da klicken wir jetzt nicht drauf. Das möchte ich nämlich noch nicht machen. Wenn dann später, wenn ich mich verskillt haben sollte, was wahrscheinlich passieren wird. Viel Glück, seid vorsichtig und vertraut nur euren engsten Freunden. Der Feind ist gerissen und tückisch. Ja, dann quatschen wir mit Sela.
Sela schenkt ihr ein warmes Lächeln. Hallo, bei unserem Marsch durch den Kerker hatten wir keine Gelegenheit zu einer ordentlichen Begrüßung. Es ist höchste Zeit, dass ich euch die Hand schüttle. Ich wüsste gern mehr über euch. Natürlich, ihr könnt alles fragen, ich werde ehrlich antworten. Erzählt mir von euch, woher kommt ihr? Ich komme zum Teil aus Geb und zum Teil aus Kartepsch, aber hauptsächlich von den Rittern Iomedas. Ich wurde mit 14 aufgenommen und begann meine Ausbildung. Ich gehöre mehr zu ihnen als jeden anderen Ort. Euer Weg nach Mendev war ein langer, nicht wahr? Ein sehr langer. Sela sieht dich freundlich an. Von Reisenden werden ja unterhaltsame Geschichten erwartet. Ich habe leider nur 3 annähernd interessante Anekdoten zu berichten. Und die möchte ich mir für unser nächstes Festmahl aufheben. Sonst hätte ich nichts mehr in der Hinterhand, wenn allgemeines Prahlen angesagt ist. Und das geht nicht. Zumal ich den Abend mit meiner lehrreichen Geschichte über einen Kampf mit Chupacabras zu gewinnen gedenke. Ist eure Einstellung zum Leben und zum Krieg nicht etwas so sorglos, zumal für eine Paladinin? Höre ich da einen Hauch von Tadel, falls es nur eine Frage ist, dann nein, das denke ich nicht. Man muss wissen, wann Witze angebracht sind und wann man trauern sollte. Es gibt eine Zeit der Freude und der Predigt. Und manchmal kann eine gute Reisegeschichte das alles auf einmal sein, wenn sie unterhält und die Seele reinigt. Die Geschichte über die Chupacabras leistet das. Stellt euch einen kleinen Ort in Kadira vor, in dessen Kerker 2 Mörder auf ihre Hinrichtung warten. Der Galgen ist bereits aufgebaut, das Seil liegt bereit, doch manchmal schlägt das Leben überraschende Haken. Plötzlich steht eine Paladinin von Iomedar in den Türrahmen und bietet den Mördern einen Handel an. Wenn sie mit ihr einige Monster bekämpfen, werden sie verschont. Natürlich nur, wenn sie überleben. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem sicheren Tod und dem wahrscheinlichen Tod mit einem Fünkchen Hoffnung, findet ihr nicht? Und so reisen wir also durch die Wüste, ich und meine Freundin, eine Priesterin von Sarenare. Der kleine Kerl vom Rattenvolk, der uns um Hilfe gebeten hatte, und die beiden Halsabschneider. Wir kommen im Dorf des Rattenvolks an und sehen überall ihre Leichen, alle leergesaugt. Wir dachten, wir hätten es mit einem Vampir zu tun. So hatte der kleine Rattenvölkler die Monster auch beschrieben, die sein Dorf angegriffen hatten. Deshalb rückten wir auch tollkühn vor. Die Sonne stand hoch am Himmel und Vampire können vor der Dämmerung nicht angreifen. Aber wir erhielten nicht einmal Gelegenheit, uns umzusehen. Schwarze Schatten, schnell wie der Wind, griffen uns von allen Seiten an. Keine Vampire, sondern Chupacabras. Einer der Kerle, die wir von dem Galgen gerettet hatten, wurde sofort getötet. Der andere rannte um sein Leben. Zurück blieb ich, der Rattenvölkler und Kyra. So lautete der Name der Priesterin und wir bereiteten uns alle auf den Kampf unseres Lebens vor. Und just als wir dachten, unser Ende wäre gekommen, die Chupacabras hatten mich umzingelt wie ein Hunderudel einen Bären. Unser Rattenvölklerfreund lag verwundet am Boden und die Zähne des schnellsten dieser verrammelleiten Monster gruben sich in Kyras Schulter. Genau in diesem Moment, als alle Hoffnung verloren war, kam plötzlich der andere Todeskandidat zurückgelaufen. Er tötete die Bestie, die Kyra angriff. Ihr kennt bestimmt diesen Wendepunkt in einem Kampf. So einer war das. In einem Moment waren wir noch verloren, im nächsten hatten wir die Kontrolle zurück. Die Chupacabras sanken einer nach dem anderen tot zu Boden. Der kleine Rattenvölkler war wieder mit seiner Familie vereint, die sich in einem Keller versteckt hatte. Die Priesterin und ich schlossen dem jungen Delinquenten die Augen, der uns gerettet hatte. Er hatte den Kampf leider nicht überlebt. Mögen die Götter ihn auf seiner Reise durchs Jenseits beschützen. Das ist eine gute Geschichte. Er hätte in Schande am Galgen sterben können, stattdessen wurde er noch zum Helden. Und seine Tat hat ihm bestimmt Punkte beim letzten Gericht verschafft. Man sollte nie vergessen, dass unsere Reise nicht mit dem Tod endet. Ohne die Begnadigung wäre Milos, das war sein Name, am Galgen geendet und ich, Kyra und alle Rattenvölkler legen tot in dem Dorf. Jemand hat mir mal gesagt, dass die gute Tat einer bösen Person 100-mal wertvoller ist als die einer guten. Und gleichsam ist Böses durch eine edle Seele 100-mal erschreckender. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Die Chupacabras waren lediglich ein guter Einstieg. Weshalb seid ihr eine Paladinin von Iomedar geworden? Selas Blick wird kurzzeitig scharf, dann seufzt sie. Das ist eine ernste Frage und eine gute dazu. Ihr solltet sie euren Gefährten stellen. Aber es ist eine lange Geschichte. Sie begann vor 12 Jahren, als ich noch eine gänzlich andere Person war. Ich durchstreifte mit anderen obdachlosen Waisen die Straßen von Solku. Ich kämpfte, ich stahl, ich verdingte mich für Geld. Kein guter Anfang für eine Paladinin, nicht wahr? Damals war Solko eine Stadt voller Waisen, Witwen und Witwern. Gnolle dezimierten regelmäßig die Bevölkerung, auch meine Eltern waren unter den Opfern. Die Leute dort erfuhren von neuen Todesfällen, ehe sie ihre früheren Verluste getrauert hatten. Eines Tages brach ein Trupp von Rittern Iomedars einen Funken Hoffnung in die Stadt. Aber während einige sie als Retter und Beschützer betrachteten, taxierte ich ihre edlen Pferde und die glänzende Mithralrüstung und fragte mich,
wie viel eines ihrer hübschen Schwerter wohl bringen würde. Ein Dieb lebt Tag für Tag, so sagt man. Auch ich dachte nie weiter als bis zur nächsten Aktion. Wie auch immer, ich konnte mich ins Lager der Ritter schleichen und eine ihrer Mithralhelme stehlen. Sela macht eine Pause, ihre Stimme ist traurig und bedächtig. Und ich war dabei, als ein Gnoll die Besitzerin des Helms, sie hieß Akemi, angriff und ihrem ungeschützten Topf einen schweren Schlag versetzte. Es war ein Gnoll wie all die anderen, die sie furchtlos von den Toren von Solko vertrieben hatte. Der Schlag war tödlich, aber wer trug die eigentliche Schuld daran? Der angreifende Gnoll oder die junge Diebin namens Sela? Ich weiß, was es manchmal bedeutet, selbst zu überleben. Ich kann euch nicht verurteilen. Nun, nicht schon. Ich glaube, dass jeder eine Chance auf Erlösung verdient hat, aber dazu müsst ihr begreifen, was ihr getan habt und willens sein, von nun an härter an euch zu arbeiten. Aber ihr wolltet wissen, wie ich in die Reihen der Krieger von Iomedar gekommen bin. Jeder wählte den Weg des Paladins aus eigenen Gründen. Einige zieht es zum Edelmut des Geistes, andere wollen die Ungerechtigkeit bekämpfen. Ich wurde zu dem, was ich bin, durch Buße und eine unbeglichene Schuld. An dem Tag, als Akemi bei der Verteidigung meiner Stadt starb, wollte ich mich wegen meiner schrecklichen Schuldgefühle selbst entleiben. Doch dann erkannte ich, dass die Welt dadurch kein bisschen besser würde. Und ich beschloss stattdessen zu versuchen, ihren Platz einzunehmen. Ich wollte werden, was sie gewesen war. Die Unschuldigen beschützen, was ihr nicht länger möglich war. Welchen Prinzipien folgten die Paladine von Iomedar? Sela lächelt, ich sage es euch. Ich rezitiere gerne unseren Kodex. Ich habe ihn schon tausendmal gesagt, aber er wird niemals alt. Es liegt Kraft in diesen Worten. Nach einer Pause setzt sie an. Sie spricht langsam und meditativ. Ich werde das Gewicht meines Schwertes kennen. Ohne mein führendes Herz ist es wertlos. Meine Kraft liegt in meinem Herzen, nicht in meinem Schwert. Verliere ich mein Schwert, verliere ich ein Werkzeug. Verrate ich mein Herz, bin ich gestorben. Ich werde Vertrauen zur Erbin haben. Ich werde ihre Kraft durch meinen Körper leiten. Ich werde in ihrer Legion strahlen und ihren Glanz nicht durch dummes Handeln beflecken. Ich bin die Erste in der Schlacht und die Letzte, die sie verlässt. Ich lasse mich nicht vom freien Willen einsperren. Ich werde meinen Untergebenen nicht ausliefern. Ich werde niemals einen Gefährten im Stich lassen, doch stets ein Opfer ehren, das freiwillig erbracht wird. Ich werde die Ehre meiner Kameraden schützen, in Gedanken wie in der Tat, und ich werde Vertrauen zu ihnen haben. Im Zweifel zwinge ich meinen Feind vielleicht zur Kapitulation, aber dann bin ich verantwortlich für ihr Leben. Ich werde die Herausforderung eines Gleichgestellten stets annehmen. Ich werde würdige Feinde achten und die übrigen verachten. Lieber sterbe ich, als meine Ehre aufzugeben. Ich werde überlegen in meinen Taten und gemäßigt in meinem Verhalten sein. Ich werde nach Iomedars Perfektion streben. Danke, ich habe alles erfahren, was ich wissen wollte. Hoffentlich habe ich euch nicht gelangweilt. Ihr könnt mich immer fragen, wenn ihr wollt. Irabet hat gesagt, dass eure Freundin Yana Aldori vermisst wird. Wisst ihr, wo wir nach ihr suchen könnten? Irabet ist besorgt um ihre Kämpfer, das verstehe ich. Ich wollte selbst nach Yana suchen, um euch nicht abzulenken. Aber da euch auch etwas daran liegt, nehme ich die Hilfe gerne an. Yana und ich haben uns vor einigen Tagen in Kennabres kennengelernt und sofort gut verstanden. Wir haben zusammen getrunken. Wir waren auch zusammen bei diesem unvergesslichen Fest, wurden aber in der Menge getrennt. Wir sollten daher am Hauptplatz mit der Suche beginnen. Dort habe ich sie zum letzten Mal gesehen. Sela verzieht das Gesicht. Yana ist trotz ihrer Unerfahrenheit eine gute Kämpferin, sonst hätte sie keine Aldori werden können. Hoffentlich bedeutet das, dass es ihr gut geht. Was haltet ihr von den Ereignissen in Kennabres? Komplettes Chaos. Zum Glück sind wir hier, nicht wahr? Sela lächelt strahlend, dann blickt sie dich besorgt an. Stört euch, wie ich rede? Ich weiß, ich wirke manchmal überheblich. Viele gute Leute und unsere Beschützerin Terendelev sind hier in Kennabres gestorben. Eine Paladinin von Iomedar sollte sich angemessen respektvoll und ernst verhalten. Aber ich begegne meinen Problemen lieber mit einem Lächeln und einem Hauch gesunden Menschenverstand. Trauer lässt sich als Waffe gegen euch einsetzen. Sie kann den Kampfgeist eines Kriegers schwächen. Es ist besser, wir trauern erst, wenn der letzte Dämon und Kultist aus der Stadt vertrieben ist. In der Tradition des Trauerns liegt Weisheit und man sollte sich ihr nicht verschließen. Umso mehr, wenn unangemessene Fröhlichkeit die Trauernden beleidigen könnte. In Kennabres sind die Liebsten vieler gestorben. Wenn wir siegen wollen, können wir nicht Tag und Nacht unser Verblichenen beweinen. Außerdem heilt Freude die Seele. Es ist schön, wenn der eigene Kommandant genauso denkt wie man selbst. Sela lächelt sanft. Du hast eine Handlung ausgeführt. Chaotisch, okay. Ich will versuchen, also erstmal passte das jetzt ganz gut zum buddhistischen Denken, ist mein Empfinden, aber ich will auch versuchen,
so ein bisschen neutral zu bleiben. Deswegen wechsle ich zwischendurch mal, wenn es irgendwie passt, die Gesinnungen. Mal gucken, wie der Plan aufgeht. Geht es euch nur darum, Dämonen zu bekämpfen oder sucht ihr etwas anderes? Wie etwa im Ruhm zu baden und die Heldin von 100 Balladen zu werden? Oder wenigstens ein Dutzend, wenn sie fröhlich sind? Selas Augen glänzen fröhlich. Nein, im Ernst, das Gebiet rund um die Weltenwunde ist der beste Ort für einen Paladin, die Schwachen verteidigen und dem Guten dienen will. Teil des Kreuzzugs zu sein, ist mir Belohnung genug. Aber etwas macht mir Sorgen. Ich will meine Waffenbrüder wirklich nicht kritisieren, aber die Adlerwacht und die übrigen Orden konzentrieren sich nur auf ein Ziel, den Krieg gegen die Weltenwunde. Darum übersehen sie manchmal die kleineren Dinge. Gewöhnliches Ungemach, wisst ihr? Ich war immer gern eine fahrende Ritterin, weil ich dann sofort reagieren und einem armen Rattenvölkler helfen kann, dessen Familie verschleppt wurde. Oder einer alten Frau, deren Lieblingshund verschwunden ist. Hier ist meine Antwort. Ich habe kein großes und wichtiges Ziel, aber ich helfe gern allen, die Hilfe brauchen. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Ich denke, nee, wir sollten nicht getrennte Wege gehen. Danke für dieses Gespräch, bis zum nächsten Mal. Zela lächelt, bis später. Jo, bis später. So, dann noch Irabes, da werden wir wohl ein bisschen Queste kriegen. Irabes reibt sich ihre roten, müden Auge. Gab es Erfolge? Wie sieht es in der Stadt aus? Was ist unser Haupteinsatzziel? Ihr habt gehört, was der Dämon gesagt hat. Sie werden den Schutzstein entweihen und die gesamte Barriere rund um die Weltenwunde sprengen. Das wäre eine noch schlimmere Katastrophe als die Ausdehnung der Weltenwunde vor dem zweiten Kreuzzug. Nicht nur Kennerbrest, sondern jede Stadt mit einem Schutzstein würde zerstört, einschließlich der Hauptstadt. Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Wir werden ihn zurückerobern und sogar zerstören, falls erforderlich. Iomedas Geschenk darf nicht zu einer Waffe des Abyss werden. Ah, die Schutzsteine, was? Persönliche Frage. Irabet runzelt leicht die Stirn und nickt. Bitte, aber ich muss euch warnen, über einige Dinge darf ich keine Auskunft geben. Woher kommt ihr? Ich wurde in Kennerbris geboren und bin auf einem Hof in der Nähe aufgewachsen, aber mein Weg nach Hause lag am Ende einer langen, gewundenen Straße. Es erforderte jahrelange Reisen durch fremde Länder, bis ich dort ankam, wohin ich immer gehört hatte. Wie seid ihr eine Paladinin geworden? Ein bitteres Lächeln erscheint auf dem Gesicht der Halborgin. Daran erinnere ich mich ungern. Ob ihr es glaubt oder nicht, die Geschichte, wie ich eine Paladinin wurde, ist auch die Geschichte meines Scheiterns, Ritterin zu werden. Meine Eltern waren Kreuzfahrer, mögen ihre Seelen in Iomedas Himmelsarmeen zusammenstehen. Nach meiner Geburt zogen sie sich aus dem Krieg zurück und begannen damit, mich auf mein Vermächtnis vorzubereiten. Aber mein Vater war ein Ork, es gab kaum einen ruhigeren, weiseren und frömmeren Diener der Göttin als ihn. Und dennoch war sein Leben geprägt von Seitenblicken und Flüstereien. Als ich älter wurde und die Militärzeit heranrückte, beschloss ich überall, nur nicht in Kennerbris. Dort hatte mein Vater treu gedient und war dafür mit nichts als Ungerechtigkeit belohnt worden. Außerdem herrschten die Hexenjäger unter Führung des ehrenwerten Prälats Hulrun mit harter Hand über die Stadt. Wer weiß, was sie mit einem merkwürdigen Mädchen mit grüner Haut gemacht hätten. Stattdessen ging ich nach. Ein Schmunzeln, das eher nach einer Schmerzgrimasse aussieht, huscht über ihr Gesicht. Ihr könnt lachen, wenn ihr wollt, aber ich war jung und dumm. Ich ging ausgerechnet nach Finnismur. Ihr könnt euch vorstellen, wie herzlich in einem Land aufgenommen wurde, das seit seiner Gründung gegen die Orks von Belzec kämpft. Belxens Boden, Orks, sind zwar überall in Golarien anzutreffen, aber nirgends in so großer Zahl und in ähnlich dicht bevölkerten Ansiedlungen wie in Belxens Boden. Belxen ist ein unwirtliches Ödland voller Gestrüpp, steiler Berge und zerklüfteter Landschaften. Das wenige Wasser beschränkt sich meist auf die jahreszeitlich begrenzten Flussstraße. Es gab noch viele andere wie mich, aber wir wurden alle wie Bürger zweiter Klasse behandelt. Für die Einheimischen war meine grüne Haut schlimmer als Leprakrusten. Sogar meine Glaubensbrüder blieben auf Distanz. Ich leistete meinen Eid und die Göttin gewährte mir die Kräfte einer Paladinin. Doch selbst dann wollte mich kein einziger Orden in seinen Reihen aufnehmen. Ich verbrachte 6 weitere Monate damit, an Türen zu klopfen, bis ich eine einfache Wahrheit erkannte. Ich diene Iomeda, nicht diesen Leuten. Ich muss vor ihnen nicht auf die Knie fallen. Also ging ich. Als Paladinin, aber nicht als Ritterin. Ich kann mir euer Leben in dieser Hinsicht nicht einmal vorstellen. Ich gebe zu, ihr seid der Erste eurer Art, den ich je gesehen habe. Und das gilt bestimmt für die meisten Leute in dieser Stadt. Mit Hass wird euch wahrscheinlich nicht begegnet, aber mit Ignoranz, ganz bestimmt sogar. Wie kam es, dass ihr einem Ritterorden beigetreten seid? Ich verließ Finnismur und ging auf Reisen. Die Göttin leitet mich und mein Weg führt an Orte, wo sich Gräuel ereigneten. Ich kämpfte oft für Gold.
aber natürlich nie für unrechte Ziele. Einige Jahre durchwanderte ich die Flusskönigreiche, erschlug Monster und brachte Verbrecher zur Strecke. Manchmal dachte ich, das alles sei nur Zeitverschwendung und mein eigentlicher Platz wäre in Kennerbrest. Aber ich schob diese Gedanken beiseite. Ich wollte nicht einmal an eine Rückkehr denken. Doch am Ende brachte mich eine göttliche Fügung zur Vernunft. Es geschah in Thymon. Ich verfolgte eine Gruppe von Banditen, die meine Auftraggeber verdächtigte, in Wahrheit Spione für Rasmiran zu sein. Ich fand ihr Versteck, doch im Inneren stieß ich auf etwas weit gefährlicheres als Spione, einen unheiligen Tempel von Son Kuton. Als ich eindrang, wollten die Kultisten gerade jemanden opfern, die Person, die meine Ehefrau werden sollte, Anevia. Aber das ist eine andere Geschichte. Nachdem ich die Kultisten gefällt hatte, ging ich ihre Papiere durch und konnte meinen Augen nicht trauen. In ganz Avistan, einschließlich Mendev, hatte sich ein Netz von bösen Kulten ausgebreitet. Und schlimmer noch, die Dokumente zeigten eindeutig, dass ihre Verbündete, die Templer vom Elfenbeinlabyrinth, meine Heimat Kennerbris unterwandert hatten und bis in die Ränge der Paladine vorgedrungen waren. Jede weitere Verzögerung meiner Heimkehr wäre damit einer Fahnenflucht gleichgekommen. Zum Glück war ich nicht länger allein. Anevia war genauso erpicht darauf, wie ich, die Kultisten zu vernichten. Anevia und ich eilten nach Kennerbris. Wir konnten niemandem trauen. Den Papieren zu folgen, hatten die Kultisten bereits alles infiltriert. Zum Glück hatte ich Erfahrung, was Ermittlungen angeht, und meine Geliebte, die Halborkin, lächelte warm. Sie konnte Schlösser knacken, Leute beschatten und tauschte Informationen mit dem Bodensatz der Stadt aus. Schon bald hatten wir leider nicht die ganzen Hydra, aber doch einige ihrer Köpfe besiegt. Und wisst ihr, wer sich als Anführer der Kultisten entpuffte? Der Kommandant der Adlerwacht. Könnt ihr euch das vorstellen, während Prälat Hulrun Hexen durch die Stadt jagte, war der Feind schon in den Orden eingedrungen, der für die innere Sicherheit verantwortlich war. Der Skandal erreichte auch die Ohren der Königin. Zuerst wollte sie den Orden in Schande auflösen, aber dann bot sie mir das Kommando darüber an und legte sein Heil in meine Hände. Die Sache hatte nur einen kleinen Haken, ich war keine Ritterin, aber ich wurde dennoch zur Kommandantin ernannt und übersprang die üblichen Beförderungen durch die Ränge. Wissen, Religionwurf. Es erscheint mir unvorstellbar, dass die Anhänger Son Kutons ein Bündnis mit Dämonenanbetern eingehen würden. Sollten sie einander nicht hassen? Doch sollten sie, aber Baphomets Diener sind Meister der Täuschung. Sie manipulierten Son Kutons Schlechter ebenso eifrig wie Iomedas Ritter. Die Kultisten aus diesem unheiligen Tempel kannten das wahre Gesicht ihrer Verbündeten in Kennerbris nicht. Wir selbst haben die Wahrheit erst deutlich später erfahren, nachdem wir ihrem Nest auf die Spur gekommen sind. Wie haben die Leute von Kennerbris auf eure Herkunft reagiert? Sie haben sie überraschend gut toleriert. Ich hätte mir meinen Bedenken sparen können. Kreuzfahrer haben grundsätzlich kaum mit Urteilen zu kämpfen. Immerhin kommen Helden aus der ganzen Welt hierher, sogar von anderen Kontinenten, um gegen die Dämonen zu kämpfen. Echter Argwurm bestand wohl nur gegenüber vollblütigen Orks. Es waren schon viele wie ich hier und wir haben keine Probleme, obgleich die Einheimischen natürlich ihnen Aberglauben haben. Mendev ist ebenso gnadenlos wie Finismur, nur die Opfer sind andere. Ich stieß auf dieselben finsteren Seitenblicke und hörte die vertrauten Flüstereien, doch während vormals hinter meinem Rücken geflüstert und auf mich gezeigt wurde, flüsterten sie nun mir ins Ohr und zeigten auf jemand anderen. Es ist sehr merkwürdig, auf der anderen Seite der Erniedrigung zu stehen. Erst wischst du dir den Speichel vom Gesicht und plötzlich wechselst du die Position und spuckst auf andere. Ihr ahnt mittlerweile sicher, dass ich von den Tieflingen spreche. Es ist wahr, dass viele von ihnen Kultisten sind und nur wenige Kreuzfahrer, und unsere Kämpfer geben ihr Bestes, um jene zu vertreiben, die unsere Verbündeten sein könnten. Die Leute meiden sie, nennen sie Brut von Arelo oder Schlimmeres, als hätten sie es sich ausgesucht, so geboren zu werden. Ich halte es für eine enorme Leistung, sich gegen den Ruf des eigenen Bluts, den Mächten des Guten, anzuschließen. Dennoch betrachten die meisten sie als Feinde. Ich sah einmal einen Ritter verbluten, weil er nicht zuließ, dass ein Tieflingpriester seine Wunde berührte. Leider konnte ich das während meiner gesamten Zeit in Kennerbris nicht ändern. Erzählt mir von Anevia. Wir trafen uns in Thymon, während ich ziellos von einer Prüfung zur nächsten wanderte. Dann kehrten wir gemeinsam nach Kennerbris zurück, um die Templer von Elfenbeinlabyrinth zu sprengen. Der Tag, an dem die Königin mich zur Ritterin schlug, war der zweitglücklichste Tag meines Lebens. Der glücklichste war der Tag unserer Hochzeit. Aber Anevia ist nicht nur meine Geliebte, sie ist auch meine zuverlässigste Verbündete. Wir teilen jeden Sieg und jede Niederlage. Dank ihr ist das Beste in mir noch am Leben. Danke, dass ihr sie an dem Tag als Kennerbris Gefallenes gerettet habt. Von ihrer Rückkehr habe ich die Kraft für den Schutz des Hüterherzes nur aus der Hoffnung gezogen, sie wiederzusehen. Wir stehen in eurer Schuld. Danke für eure Antworten.
Erzählt mir von der Adlerwacht. Sie war ein kleiner Orden und sollte nicht nur Dämonen bekämpfen, sondern auch den Feind im Inneren. Die Reinheit der Paladine waren Ketzerei verhindern und Spione enttarnen. Und sie ist an dieser Aufgabe kläglich gescheitert. Die Templer vom Elfenbeinlabyrinth haben sie infiltriert und ihren Reihen ihr Nest gebaut. Nachdem die Königin mir die Führung des Ordens beantwortet hatte, haben Anevia und ich ihn praktisch komplett neu aufgebaut. Wir haben uns jedes Ballasts entledigt, alle Leute ohne unbedingtes Bekenntnis. Wir haben Methoden entwickelt, Nachrichten und Befehle sicher zu übermitteln. Wir haben verlässliche Schifflerinnen eingeführt. Wir haben überall in der Stadt verschwiegene Verbündete gefunden, von Kreuzfahrerorden bis zu Straßenbettlern. Das war mein persönlicher Kreuzzug, die Straßen von den Templern zu befreien, die sie befallen hatten. Und ich dachte, ich würde gewinnen. Ich konnte es spüren. Wir waren kurz davor, die Kultisten aus Kennabris zu vertreiben. Aber Irabeth runzelt die Stirn. Ich gebe es ungern zu, aber dieser Erfolg war nicht viel wert, sobald die Dämonen in die Stadt eindrangen. Im Gegenteil, ohne euch gäbe es kein Hauptquartier im Hüterherz. Die Kultisten hätten die Stadt den Dämonen auf einem Silbertablett serviert. Die Linien auf Irabeths Stirn werden weicher. Ja, das stimmt. Es ist gut, dass wir etwas erreicht haben. Danke. Ich muss gehen. So geht denn. Möge Iomeda über euch wachen. So. Mal gucken. Indara. Mit Indara haben wir noch nicht gesprochen. Und Pinkauge. Indara, eine beeindruckende junge Oreade, wird von einer Gruppe von Kreuzfahrern umringt, die an ihren Lippen hängen. Ich hoffe, dieses Beispiel verdeutlicht den Unterschied zwischen jixdakischen Legionären aus dem letzten Krieg und den Kreuzfahrern. Die Perfektion aus Form und Geist, die ihnen durch die Schöpfung gewährt wurde, macht sie zu Teilen einer ausgewogenen Kriegsmaschinerie. Sie waren kein zusammengewürfelter Haufen von Individuen, sondern eine geeinte Gesamtheit. Jiskar. Das Reich von Jiskar war das erste Königreich der Menschen, das nach den Jahrhunderten der Dunkelheit und Verehrung des Erdenfalls im Gebiet der Inneren See entstand. Seine Bewohner sprachen eine fast vergessene Sprache namens Jiskar, deren Alphabet als Grundlage des heutigen Skaldisch, Varisianisch und Taldanisch diente. Auf dem Höhepunkt seiner Macht herrschte das Reich über das im Nordwesten gelegene Garund und Teile des südwestlichen Avistans. Beutezüge verschiedener Wüstennomaden führten ab 3300 neben Angriffen mächtiger Feinde und dem Fehlen einer starken östlichen Handelsroute zum langsamen Niedergang von Jiskar. Das aufstrebende Königreich Osirion drängte unter dem mächtigen Pharao der vergessenen Plagen nach Westen. Es warf das bereits geschwächte Jiskar nieder, woraufhin letzteres ab 2764 von zahlreichen Nachfolgerkriegen erschüttert wurde, nach denen es nie wieder zu seiner einzigen politischen, militärischen und wirtschaftlichen Macht zurückfand. Aufgrund dieser militärischen und wirtschaftlichen Niederlage gerieten die bedeutenden kulturellen, magischen und technologischen Fortschritte des Reichs von Jiskar weitgehend in Vergessenheit. Und nun sagt mir noch einmal, warum ich von euren unbesonnenen Angriffen beeindruckt sein sollte, bei denen jeder nur für sein eigenes Ego und das Recht kämpft, seine Mitstreiter durch ein schnelles, aber sinnloses, heldenhaftes Opfer zu übertrumpfen. Eine der Kreuzfahrer grummeln unzufrieden, aber es ist klar, dass sie von den Worten der Frau gefesselt sind. Die einzige Ausnahme ist ein ungepflegter und zerzauster Halblingsmönch, der an seinem geschwollenen blauen Auge unschwer als Rüpel und Störenfried zu erkennen ist. Er drängt sich eifrig nach vorn, um die Frau anzugreifen, aber einer seiner Freunde versetzt ihm mit dem Ellenbogen einen Stoß in den Rücken, worauf der arme Bursche nach Atem ringend innehält. Ihr scheint mir mit der Kunst des Krieges vertraut zu sein. Die Frau wirft ihr einen misstrauischen Blick zu und zieht eine Braue hoch. Dienen eure Worte der Würdigung meiner Erfolge oder sucht ihr Streit wie alle mendewischen Kreuzfahrer? Einer der Kreuzfahrer ballt wütend die Fäuste und entgegnet in einem Ausbruch von Leidenschaft: Wären eure Jisten oder wie auch immer zu uns gekommen, hätten wir sie alle einen Kopf kürzer gemacht. Denkt ihr, wir haben noch nie gegen einen mächtigen Feind gekämpft? Die gestrenge Miene des Soldaten kann seine Vorfreude nicht gänzlich verbergen. Er hat eindeutig vor, diese Konfrontation zu genießen. Die umstehenden Kreuzfahrer mustern ihre exotische Gegnerin mit einer Kombination aus Verärgerung und gewecktem Interesse. Die Frau gluckst, ehe sie den Zwischenrufer unterbricht.
Ich würde zu gerne sehen, wie er auf eine 60 Fuß hohe wandelnde Festung in Gestalt eines riesigen Elefanten zustürmt, auf dessen Rücken sich Befestigungsanlagen befinden. Befestigungsanlagen, die von jestakischen Handwerkspriestern mit dämonengebundenen Kriegsmaschinen verteidigt werden. Sie haben die Gegner, die ihr nicht besiegen könnt, als geistlose Waffen benutzt. Die Frau wirft den Umstehenden einen triumphierenden Blick zu und richtet sich mit betonter nonchalantes Haar. Sie doziert nun wie eine Lehrerin. Ihr solltet mit niemandem diskutieren, der die mit Abstand zuverlässigste Forscherin ist, was die Geschichte der Kriegsführung 3000 Jahre vor der Gründung von Absalom angeht. Die Frau richtet ihren Blick mit einem amüsierten Lächeln auf dich. Ende des Vortrags. Haben meine geschätzten Zuhörer irgendwelche Fragen? Wer seid ihr? Ich bin Indara, eine Kriegerin, Magerin und Scholarin der klassischen Kriegsführung des Garund. Die Frau mustert dich eingehend und seufzt. Ich gebe zu, der Umstand, dass euch mein Name gänzlich fremd ist, kränkt mich ein wenig. Ihr könnt euch wenigstens die Mühe machen, die Namen der Besten eures eigenen Volks in Erfahrung zu bringen. Garund ist der Kontinent südlich von Avistan, jenseits der inneren See und westlich von Kasmaron, von dem es durch den Obari-Ozean getrennt ist. Im späten Zeitalter des Zorns und im Zeitalter des Schicksals war Garund das Herz der Zivilisation in der Hemisphäre und dieses Vermächtnis arkaner Entdeckung ist bis heute in den Nationen Osirion, Nex, Nantambu und Holomok spürbar. Außerdem, außerhalb dieser Bastion der Zivilisation ist Garund hauptsächlich eine gefährliche Wildnis. Mal als weitläufige Wüste, mal als undurchdringlicher Dschungel. Ihr seid weit gereist, um hierher zu kommen. Ich betrachte mich selbst als Bewohnerin Golarions und fühle mich mit keinem Land besonders verbunden. Warum seid ihr hier? Um einen legendären Krieg zu erleben, die Konfrontation zwischen den Bewohnern einer Ebene, deren Vorlieben für Gewalt berüchtigt ist, und den Kreuzfahrern aller Kontinente, vereint unter dem gemeinsamen Ziel, ihre Heimat zu verteidigen. Ein episches Ringen von kolossalem Ausmaß, das bis dato alles andere als episch war, um ehrlich zu sein. Der Mönch mit dem blauen Auge grinst und murmelt leise vor sich hin. Vielleicht weiß sie es ja nur noch nicht. Das Ganze wird viel epischer, wenn sie aufhört, sich zwischen uns zu verstecken und nach draußen geht. Die Frau verzieht ihren Mund zu einem verächtlichen Lächeln. Sie würdigt der Worte des Mönches keines Kommentars. Ihr scheint mehr von Kriegsführung zu verstehen als jeder einzelne von uns hier. Oh. Höre ich jetzt schon Stimmen oder habt ihr meine Kompetenz hinsichtlich der Kunst der Kriegsführung endlich anerkannt? Vielleicht sind ja doch nicht alle Kreuzfahrer so verbohrt, wie ich dachte. Ihr habt mich angenehm überrascht. Warum schließt ihr euch nicht den Kreuzfahrern an und zeigt ihnen, wie man kämpft? Nein, ich bin Historikerin, eine Beobachterin und Theoretikerin. Wisst ihr, was diese drei Worte gemeinsam haben? Sie beschreiben eine sterbliche Frau, die sich nicht an dem Konflikt beteiligt, auf den sich ihre Thesen gründen wird. Andererseits werde ich wohl nicht umhinkommen, dieses Chaos als schwachen Abklatsch des letzten Kriegs von Jitzka zu beschreiben. Der Mönch mit dem ramponierten Auge kommentiert ihre Worte mit einem verschlagenen Grinsen. Je gefährlicher die bevorstehende Rauferei ist, desto eifriger suchen wir kluge und hübsche Worte, um zu rechtfertigen, warum wir uns selbst aus besagter Rauferei heraushalten. Was ist das für ein letzter Krieg, den ihr erwähnt habt? Der letzte Krieg von Jitzka natürlich, ein gewaltiger Konflikt, der 3000 Jahre vor der Gründung von Absalom ausgetragen wurde. Es war ein Krieg gegen den osirianischen Pharao der vergessenen Plagen, der das Ende des legendären Imperiums von Jitzka markierte. Ein episches Ringen, das zum strahlendsten Kapitel im Buch der Militärgeschichte wurde. Leider waren alle Konflikte, die folgten, nur schwache Kopien, einschließlich des Krieges, den ich hier erlebe. Osirien gehörte zu den ersten Zivilisationen, die sich nach dem Erdfall erhoben und bis zudem eines der größten Reiche in der Geschichte von Golarion. Eine Nation mit großem Wissen, großem Reichtum und großer Macht. In diesem alten Land gibt es Pyramiden, Mumien, schreckliche Flüche und Unmengen von Sand sowie eine Kultur mit stolzer Tradition. Ergebener Respekt vor den Göttern, hingebungsvolle Dienste für die Allgemeinheit und unerschütterliche Treue gegenüber den Herrschern. Heute befreit sich Osirion langsam aus der jahrtausendelangen Herrschaft der Keleschiten und tritt das Vermächtnis der Pharaonen wieder an, das die fremden Unterdrücker in den Hintergrund gedrängt hatten. Warum findet ihr den letzten Krieg von Jitzka so inspirierend?
Stellt euch Legionen von Golems vor, beseelt mit extraplanetaren Geistern, die in die Schlacht marschieren, oder fliegende Städte, die aus den Wolken herabstürzen wie monströse Raubvögel, um Truppen auf den Mauern feindlicher Burgen abzusetzen. Malt euch riesige Mechanismen aus, die von Gefangenen und sehr zornigen Dämonen und Teufeln bedient werden. Stellt euch vor, ihr steht wandelnden Zitadellen gegenüber oder müsst eure Ohren bedecken, um euch vor den Geräuschen von Kanonen zu schützen, die mit kreischenden Elementaren geladen sind. Und dann stellt euch die ultimative Waffe vor, die Jitzka in die Knie zwang, die tödliche Nachtplage. Diese Krankheit war ein Kampfhund, eine geschulte Epidemie einer gezähmten Pestilenz, die nur jene traf, die ihren Meister töten wollten. Stellt euch all diese Schrecken vor und macht euch klar, dass kein Hirngespinst sich auszumalen vermag, welche Albträume damals Wirklichkeit wurden. Woher wisst ihr so viel über Jitzkas letzten Krieg? Ich kann ohne falsche Bescheidenheit sagen, dass in ganz Golarien hinsichtlich der Geschichte der Kriegsführung 3000 Jahre vor der Gründung von Absalom keine verlässliche Forscherin als mich gibt. Ich habe mich Zeit meines Lebens mit diesem Thema befasst, alte Schlachtfelder besucht und in den geheimnisvollsten und verbotensten Archiven die Chroniken früherer Kriege studiert, manchmal sogar unter Lebensgefahr. Ich habe mit eigenen Augen eine abgestürzte Himmelsstadt des Reich von Shori gesehen. Ich habe einen Kampfgolem der Exterminator-Klasse des jitzjakischen Laboratoriums bewachte, mit eigenen Händen den Kontrollkristall entnommen. Diese Hände haben den Glaskolben gehalten, in dem die Diener des Pharaos der vergessenen Plagen die erste Generation der Pestilenz schufen, die das Imperium von Jitzka zerstörte. Woher ich so viel weiß, ich habe alles, wovon ich euch erzähle, selbst gesehen und berührt. Eure Geringschätzung für die Kreuzfahrer ist unangebracht. Lasst es mich euch erklären. Eine Debatte? Oh, ich werde euch gerne beweisen, dass der aktuelle Konflikt dem letzten Krieg von Jitzka nicht das Wasser reichen kann. Also gut, der letzte Krieg von Jitzka wurde mit einer deutlich höheren Zahl von Truppen geführt. Beide Seiten verließen sich auf Verstärkung durch verbündete Ebenen und ihre strategische Planung waren auf nicht weniger als 7 theoretischen Ebenen perfekt ausgearbeitet. Nichts von alledem trifft auf euren Krieg zu. Die Prinzipien des Kriegs, wir haben nicht so viel Wissen, Welt. Ich nehme mal lieber den diplomatischen Weg. Ich glaube, da sind wir besser. Die Ereignisse der Vergangenheit sind sagenumwoben, aber das Schicksal der Welt wird hier und jetzt entschieden. Das scheint ihr nicht zu begreifen. Der Ernst in den Gesichtern der Umstehenden hat Indara den Wind aus den Segeln genommen, die nun nach Worten ringend einen Rückzieher macht. Ich will die Bedeutung der aktuellen Ereignisse natürlich nicht schmälern. Was ich sagen will, ist, dass historisch betrachtet und unter Berücksichtigung der Geschichte der Kriegsführung, sie verstummt und heftet ihren Blick auf die unfreundlichen Gesichter ihrer Zuhörer. Die wahre Bedeutung dieser Entwicklung wird natürlich erst später deutlich. Indara macht eine abfällige Geste. Als Scholarin kann ich nicht bestreiten, dass euren skeptischen Aussagen eine gewisse Wahrheit innewohnt. Die Geschichte ist eine komplexe Disziplin, die auf Fakten und Belegen fußt, die wiederum umso spärlicher werden, je weiter die beschriebene Periode vom gegenwärtigen Augenblick entfernt ist. Würde ich mit der Absicht zu täuschen argumentieren, wie die Kreuzfahrer, die die Ausschaltung eines Primorax beispielsweise mit einem Dutzend Balos ausschmücken, könnte ich diese Diskussion gewinnen. Aber da ich über derartige Dinge stehe, muss ich einräumen, dass eure Skepsis nicht ganz unbegründet ist. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, euch den Kreuzfahrern anzuschließen? Was hätte das für einen Sinn? Ihr Kreuzfahrer scheint von euren Fähigkeiten recht überzeugt zu sein. Jedenfalls habt ihr eure Argumente äußerst selbstbewusst vorgetragen. Indara schnallt ihr Schwert ab und reicht ihr die Waffe. Das ist eine würdige Klinge. Sie ist nicht nur für den Starken, sondern auch für den Weisen von Wert. Und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hatte vor, mir vor Einbruch der Dunkelheit anzusehen, wie geflügelte Dämonen auf Rudeltaktiken zurückgreifen, um ihre Beute wie Vieh vor sich herzutreiben. Es wird Zeit, dass ich mich wieder meinen Forschungen widme. Der Anflug eines Lächelns umspielt Indaras Lippen, als sie die Enttäuschung in den Augen der versammelten Kreuzfahrer sieht. Passt auf euch auf. Okay. Tschö, interessant. Pinkauge. Ist das Pinkauge? Das ist Pinkauge, aber wir können nicht mit Pinkauge reden. Ja, mit denen haben wir gequatscht. Kreuzfahrer. Da müssen wir noch in den Keller.
So, meine Lieben, ich denke, wir haben gut 45 Minuten voll. Damit beende ich mal das Let's Play für heute. Mir hat's Freude gemacht. Wir haben viel gelernt wieder über unsere Gefährten. Die Lore gehört halt auch zum Rollenspiel. Ist mir auch wichtig. Ich hoffe trotzdem, dass wir nächstes Mal ein bisschen Action haben. Wird auch mal wieder Zeit. Also, bis dann. Bleibt so großartig, wie ihr seid. Euer Ben.